zu einem neuen Video von uns. Sag mal Hallo. Hallo Video. Und heute gehen wir in Schulker und Tierpark. Nein, heute spielen wir Knete. Heute gehen wir hier Knete spielen. Ja, heute gehen wir Knete spielen, genau. So, wir haben einmal Mountain of Colors. Das mit ganz vielen verschiedenen Play-Doh-Kneten und auch mit Accessoires. Und dann haben wir einmal das haben wir schon seit längerem. Das ist einmal die das Schildkrötenknetwerk. Das Schildkrötenknetwerk an sich hat uns sehr gut gefallen, aber das Problem ist, da ist diese komische Knete vom Kinder dabei. Und zwar ist das hier diese Play-Doh Plus. Und das Problem ist wirklich, die riecht zwar voll schön. Die riecht voll schön, aber die lässt sich halt schwer verteilen, weil die zu weich ist. Und riecht schön, ne? Diesmal wollen wir es halt mit der richtigen Play-Doh-Knete ausprobieren. Ich denke, das macht ein bisschen mehr Fun. So, dann sollen wir es mal aufmachen? Willst du es aufmachen oder soll ich machen? Du. Ich? Okay. Hoffentlich brauchen wir keine Schere. Brauche ich eine Schere? Ich glaube, ich kriege so. Ganz viel Knete. Für Kinder ab 3 Jahren. Ich würde sagen, wir machen auch nur. Jeder darf 2 kleine haben. Die großen lassen wir erstmal aus. Das ist mein Weiß. Das ist mein Weiß. Ja, das ist dein Weiß. Jetzt such dir noch eine Farbe aus. Das. Das? Okay. Ich nehme Babyblau und Rot. Beziehungsweise Pink. So, und dann haben wir jetzt noch die ganzen Formen. Da müssen wir auch mal gucken, dass wir das einmal aufmachen. Halt auch Baby Pink. Das Baby Pink. Ja. Süß. So, und hier haben wir jetzt die ganzen Förmchen. So viele Förmchen. Und noch mal ein Löffel. Ein Löffel? Das ist meiner. Das ist mein. Ja, so cool. So. Guck mal, ein Schlüssel. Schlüssel ist dabei. Hier haben wir eine Erdbeere. Nein, was ist das für ein Tier? Ein Nashorn. Guck mal, ein Messer. Nein, was ist das für ein Tier? Ein Nashorn. Ein Elefant. Ein Elefant. Was ist das für ein Tier? Ein Hase. Ein Hase? Guck mal, ein Messer. Ein Messer? Darfst du noch gar nicht. Noch war das wohl. Was ist das? Ein Pferd. Ja, gut. So, dann fangen wir mal an. So, kriegst du auf oder soll ich helfen? Wird schlimm. Mach's alleine? Geht nicht. Geht gar nicht? So, komm. Geht das schwer. So, hier. Und soll ich Weiß auch schon aufmachen? Ja. Was machst du als erstes? So, da haben wir die Decke. Geht gar nicht raus. Geh raus, du. Mit Leibe. Was gibt's Geileres als frische Play-Doh-Knete? Wenn wir jetzt dreimal damit gespielt haben, sind die nicht mehr so schön. Also am Anfang sind die echt cool, ne? So, ich glaube, ich mache als erstes ein Schmetterling. Dann kann ich hier schön in die Form reinpressen. Du willst Ente machen? Da hast du Ente. Oh, richtig schön. So. Dann gibt es hier nämlich hinten so ein kleines Loch. Und da kann man nämlich die Form... Knete wieder rausdrücken. Guck mal, dieses komische Haar. Ja. Hört ihr auch? Nein. So, und da habe ich einen Schmetterling. Oh, guck mal, wie schön der ist. Guck mal, hat mit Wasser gemacht. Wow. So, ich mache als nächstes einen Elefanten. Oh, macht richtig Spaß. Voll Fun. Und macht ihr auch Spaß? Ja. Guck mal, hat Ente. Hast du eine Ente gemacht? Hol die mal raus. Geht nicht. Geht nicht raus? Was hast du hier hinten gemacht? So, hast du auch alles schön festgemacht. So, machen wir noch ein bisschen hier drauf. So. Musst du immer schneiden? Machst du schöne Scheiben? So. Oh, eine Ente. Guck mal, Lotti. Wie macht eine Ente? Quack. Quack, quack.
So? Ach guck mal, hier gibt es auch eine Rolle. Guck mal hier so. Ach, da kann man wahrscheinlich auch das ein bisschen anders machen, indem man das so rollt und dann kann man dann die Förmchen reinmachen, ne? Da brauchen wir gar nicht so viel Knete zu nehmen, wie wir jetzt hier verbrauchen. So, da habe ich einen Elefanten. So, sollen wir auch mal die Schildkröte den Zuschauern zeigen? Das ist nämlich cool, das ist nämlich, müssen wir erstmal gucken, dass hier wieder richtig drin ist. So, jetzt habe ich es hier richtig drin. Ja, das ist gut. Also, dann gibt es hier verschiedene Förmchen. Welche Form soll man denn mal nehmen? Den Stern? Ich nehme den Stern und dann nehme ich mal die blaue Knete. Mach das einen Apfel machen. Machst du einen Apfel? Ja. Lecker. Isst du den gleich dann auch? Nein! Oh, sicher? Nein! So. Dann kann man es nämlich hier in den Kopf von der Schildkröte die Knete reintun. So. Und dann drückt man hier und dann kommt es hier vorne raus. Cool. So, und das geht viel besser mit der Knete als mit der anderen. Kann man verschiedene Formen machen. Oh, die will ich auch. Das ist jetzt doof rauszubekommen, ne? Wie kriegt man das wieder raus, Charlotte? Oh, ganz viele kleine. Guck mal, so kleine Fäden macht er. Sollen wir mal gucken? Ja. So, oh, süß, guck mal. So, hier haben wir ab. Ach, und dann kann man bestimmt diese Rolle, guck mal, die kann man hier reintun. Und dann kann man hier, lass mal. Guck mal, cool. Tu das mal ein bisschen in die Mitte. So. Hier. So, und dann machen wir die Rolle. Und hier haben wir auch noch so ein Teil. Was habt ihr denn bis jetzt gemacht? Also wir haben jetzt hier eine Ente, ja. Ein Pferd in Blau, mhm. Ein Elefant. Auch schön. Töre. Nochmal eine Ente. Ja. Wie man sieht, Hüpfe, wie die Charlotte gemacht hat. Aha. Ein Auto. Tut tut. Nochmal ein Elefant. Ja. Und was machst du jetzt gerade? Und hier haben wir noch einen Apfel. Wo ist der Apfel? Da ist der Apfel. Ist der Apfel. Hier haben wir einen Hasi. Ja. Was machst du jetzt? Machst du mir doch eine Pizza? Mm-mm. Nee. Warum nicht? Ein Elefant. Ein Elefant? Ein Pferd. Ach, okay. Ich glaube, ich mache jetzt einen Schmetterling. Ach. Ja, dann bin ich mal gespannt. Oh, jetzt hat die Charlotte die Rolle. Ich brauche auch die Rolle. Nein. Ich bin dran. So, dann haben wir hier das Förmchen. Oh, da ist noch ein bisschen andere Knete. Da muss man mal gucken. Nicht, dass sich die Farben vermischen. Okay. So, und einmal feste drauf. Ja. Machen wir hier den Rand weg. Das sieht ja schon professionell aus, ne? Und ein Schmetterling. Woohoo. Was ist das hier? Ein Schmetterling. Da ist der Schmetterling. Schön. Ist das schön. Das ist die Tiersammlung. Ne? Genau, können wir gleich ein Zoo eröffnen. Aber eine Blaubeere quasi. Ja, kann man so sagen, ne? Ja. Gucken, ob es wieder rausgeht. Oh, was, das sieht zeig schön mal aus. Die Kamera. Oh ja. Richtig schön. Toll. Bekommt man direkt Appetit auf sowas, ne? Kannst du auch probieren. Lecker. Und die Lotti, der macht da auch so schöne Sachen. Was hat die Lotti denn da? Ich glaube, ein Pferd ist das. Ein Pferdchen. Toll. Oh, hier sind ein paar Bananen. Oh. Aber magst du noch mal Bananen machen? Ja. Zum Abschluss. Schön. Sieht gut aus. I like it. Lecker. Bananarama. Ui. Kann man hier auch sowas wie ein Eis machen oder sowas?
Ja, man könnte ja natürlich alles aus Knete machen. Da kannst du dich ja gleich hinsetzen und kannst machen. So, die Lulu will auch noch mal ein bisschen. Schön. Genau. Sieht gut aus. So, wir spielen dann noch ein bisschen weiter und dann würden wir sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Abo nicht vergessen, Daumen nach oben. Einen netten Kommentar, freuen wir uns auch.